So, weiter geht's heute mit FIFA und wir machen heute weiter mit der nächsten Folge und da geht's weiter mit dem Spiel gegen Meppen. Los geht's. Wir sind ja mitten in unserer Drittliga-Karriere. Das Topspiel haben wir ja mit 3-1 in Sandhausen gewonnen. Und jetzt geht's gegen Meppen weiter und dann geht's zum DFB-Pokal. Okay. Das heißt, ich kann ein bisschen, werde ein bisschen rotieren vor dem nächsten Spiel, weil Bremen ist mir dann doch sehr wichtig. So, dann probieren wir es mal aus, ob der spielen kann. Ich werde mal gerade gucken, wer das war jetzt. Becker war das, glaube ich, ne? Ja, okay. Ja, gut. Ne, dann probiere ich es heute mal mit einer kleinen Rotation, gerade was den Pokal betrifft. Geht im Hinblick auf den Pokal. Wir haben genug Vorsprung. Und dann können wir auch heute mal ein bisschen durchrotieren und mal einfach eine komplett neue Startelf aufbauen. So. Gut, dass man so Leute da zwischendurch mal hat, die man ein bisschen rotieren kann. Oder wo man ein bisschen rotieren kann. So, eigentlich haben wir jetzt soweit den Kader mal ein bisschen umgebaut. Ja, passt so. Einfach mal ein bisschen durchrotieren mit einer neuen Elf. Ja, nächstes Spiel, wie gesagt, gegen den SV Meppen. Das geht dann im Heimspiel. Da wollen wir natürlich auch wieder triumphieren. Mal gucken. So. Ja, und dann geht's jetzt los. Mit Spieltag Nummer 16. Der große Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. Schauen wir mal, ne? Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß. Gemeinsam mit dem Kollegen Franco Schwan darf ich dieses Spiel für Sie kommentieren. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Wir freuen uns auf ein super Spiel. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, dann schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Er könnte hier heute eine Schlüsselrolle einnehmen. Er kommt über die Kraft, über die Physis. Ist dadurch auch sechs Tore in drei Spielen gemacht. Die Zuschauerzahlen steigen. Das zeigt natürlich den Stellenwert, den der Fußball hat. Und der steigt aus meiner Sicht immer weiter. Da ist kein Ende in Sicht. So, wie sei mal kurz durchrotiert. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. So. In ihrem taktischen Repertoire spielen die Konter eine nicht unwesentliche Rolle heute auch wieder. So, das ist die Startelf der Gäste. Das sind einfach Spieler, die dieses blitzschnelle Umschalten perfekt drauf haben.
werden sie auch heute wieder einsetzen, keine Frage. Und dann geht's jetzt los. Schalke 04 hat die Begegnung mit dem Anstoß eröffnet. Der Aufstieg soll, wie gesagt, gelingen in den nächsten Jahren. Also in der nächsten Saison quasi. Ah, das kriegt er denn noch? Ja, den kriegt er noch. Schöne Flanke jetzt. Und die erste Situation, erste kleine Situation für die Schalke natürlich, das hat aber nicht so ganz funktioniert. Bujelab jetzt mal, Knauf, der neue Zugang aus Dortmund von der zweiten. Und das dürfte hoffentlich kein Abseits sein. Ne, ist es auch nicht. Gambula. Ja, da müssen sie aufpassen. Und jetzt ist der Ball geklärt. Wie gesagt, im Hinblick auf den DFB-Pokal morgen, also in der nächsten Folge quasi, habe ich ein bisschen rotiert. Du hast ein bisschen rotiert. Ah, schade. Und wieder nicht. Die Meppener kommen überhaupt nicht da hinten raus gerade. Die Schalke kommen auch nicht rein. Das ist es halt, ne? Mit viel Auge. Jetzt vielleicht mal. Ne, und wieder kommt er nicht durch. Also momentan fehlt da so ein bisschen das, die Situation, das Durchgehen, das Durchkommen. Jetzt Gavula, ja! Da schickt er den Mitspieler. Und jetzt ist es das 1-0 und es ist Knauf. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans legen sich in den Armen, die Spieler legen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Und da hat man endlich diesen Dosenöffner gefunden, um das Ding hinten mal rauszuspielen oder durchzukommen. Kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass und dann haben sie das 2 gegen 1. Und da bist du als Torhüter machtlos, wenn das so clever ausgespielt wird. Yes! Ansgar Knauf 2-0. 1-0, Entschuldigung. Erste Startelf-Ansatz, erstes Profitor. Oh, erstes Tor überhaupt. Das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ah, den hat der Renault aber ohne Probleme. Sigrid, Entschuldigung, natürlich. Auf der Torschütze. Jetzt hat er mal ein bisschen über die Außenbahn. Kann auch ein bisschen was machen. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Nee, nee, leider nicht. Sehr effektiv dieses frühe Pressing. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf Außen. Oh, Becker verliert über gegen Rama und das geht, der geht jetzt mal durch. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Jetzt hat er aber. Es gibt Abstoß. Abstoß. Es gibt sogar Abstoß. Okay, hier, ich dachte, wäre Ecke gewesen. Die Wiederholung des Führungstreffers. Ach, da geht aber auch keiner mit auf der Position. Knauf. Schöner Ball. Kommt aber nicht durch. Das Pressing ist da. Sieht gefährlich aus. Ja, die Möpner kriegen das Ding hinten ein bisschen rausgepresst oder rausgespielt, wie auch immer. Kriegen sich immer wieder befreit und die eine Situation haben sie nicht genutzt. Schön gelöst, Knesewich. Er war gut gespielt. Und hat alles richtig gemacht. Der Pfiff bleibt aus. War auch kein Foul, meiner Meinung nach. Hat er gut gelöst. Gambula! Tolle Parade. Ja, das war ganz gefährlich. Was für eine Szene. Scheiße, schade. Na, ja, Situation war gut. Die Ecke kommt. Gibt ja, die nächste weg. Weiterer Eckball für Sie. Ecke kommt in 16er. So, jetzt. Nochmal mit der Flanke, aber die kommt nicht durch. Ne? Na gut, in Sandhausen haben wir auch lange gebraucht. Da haben wir es auch sehr lange schwer getan. Und am Ende war es dann dieses 3-1. Aber hier steht eine komplett neue Elf auf dem Platz. Und ja, mit dem, das ist halt, merkst du halt dann irgendwann, wenn die Mannschaft nicht eingespielt ist. Ich schone nur meine Kräfte gegenüber dem nächsten Spiel. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und da möchte ich gerne in die nächste Runde. Sie holen sich den Ballbesitz. So, jetzt. Jawohl! Bastua! Bastua!
Horst Lohan, und der war da einfach ein bisschen zu lang gezögert. Und dann ist Pause. Zur Pause steht es 1-0, ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Er macht heute bislang eine gute Partie für dich. Wie siehst du es? Ganz richtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Schalke 04 hat die Begegnung mit dem Anstoß eröffnet. So, und das war eben kurz die Halbzeitstände hier. Sehr da kurz, dann haben wir es nur ohne Tee gegen Haching. Also das wäre sehr, sehr wichtig für uns, weil wir dann wieder nochmal zwei Punkte dazu packen könnten. Aber wichtig ist eigentlich nicht diese Partie hier, sondern eigentlich eher die nächste Partie im DFB-Pokal, und das ist gegen Bremen. Daher. So. Naja, zweite Halbzeit ist eröffnet. Ja, gucken wir mal in der zweiten Halbzeit hier nochmal ein bisschen was machen können. Auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Oh, schöner Ball. Gabula. Kein Abseits, sagt der Schiedsrichter auch nicht. Und da ist das 2-0. Und es ist Bostoan. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann ist es klasse gemacht. Der Vorteil ist, dass wir momentan echt dieses Konter setzen können, dass wir da 2-0 machen können. 2-0 jedenfalls jetzt hier, gegen den Tabellen 14. 2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Die Gäste werden wechseln. Sylvain Gamboula mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Fängt diesen Ball ab. Ah, komm, geh mit, jawohl. Ah. Ja, Gott, gut gemacht. Wirklich torgefährlich. Abseits. Oder was, Abschuss? Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter dem. Nee, Abschuss. Kein Abseits, aber den hat er einfach nicht getroffen. Sie reagieren, sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. Sehe ich schon, Meier. Jetzt ist gefährlich. 16 Jahre altes Talent hier. Und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Schade. Hilal El Helve. So. Auf geht's. Sylvain Gamboula. Ach, das war gar nichts. Er holt sich den Ball. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Hammer. Bujala kommt jetzt mit. Oder versucht zumindest mitzugehen. Ja, sie versuchen es weiter. Das sah so vielversprechend. Den solltest du Glück gehabt. Merjan. Ein wichtiger Hinweis zu unserem Fansystem. Sylvain. Gut durchgerissen. Gefährlich. Die Chance. Ah, schön gelöst. Ecke. Die Ecke kommt rein. Und die nächste Ecke gibt es hinterher. Der wurde aber nicht mehr abgeblockt. Es gibt einen weiteren Eckstoß. Da zieht er ab. Und ciao. Gute Chance eigentlich, aber dann doch zu hoch angesetzt. Guter Vorstoß jetzt. Mal. Ja, naja, okay. Ja, da schießt er noch Freistoß. Das ist eine gute Gelegenheit. Der Torhüter dirigiert seine Mauer. Das könnte jetzt gefährlich werden. Kein Tor. Und das nutzt er nicht, die Chance. Der Keeper hat den dann ziemlich sicher. Ja,
Und es wäre mal auch wieder wichtig, so ein zu Null-Sieg. Ball ist wieder weg. Ja, das ist ein guter Lauf. Torschütze, ja, zum 1-0 hier. Lange Flanke. Oh, gut gespielt, aber gut gehalten auch vom Keeper, jawohl. Bujel ab. Ah, kann mitgehen. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Schön gemacht. Schon wieder so ein Ballverlust. Ja, schon Ballverlust in der Vorwärtsbewegung hier. Schönes Zuspiel. Und dann ist es jetzt das 3-0 und es ist Merjan. Levin Merjan, der Türke mit dem 3-0. Da wir die Entstehung dieses Tors nochmal, erst das feine Kurzballspiel und dann macht das stark. Unwiderstehlich, Abwehr chancenlos, obwohl sie dicht dran sind, also spitze gemacht. Das wird heute wohl nichts mehr für sie, das Spiel ist fast vorbei. Gut gemacht, er. Sind noch zu spielen jetzt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da der Platz, jetzt die Flanke. Ja, gut gemacht. Und es gibt den Elfmeter. Ach Gott, nee, ernsthaft. Zu viel zum Thema. Es könnte die Möglichkeit geben, mal zu Null zu spielen. Weil die Möglichkeit gibt es noch, aber da muss er Keeper sein. Latte! Und das war's. 3-0 am Ende doch noch. Die Meppner verschießt den Elfmeter in der letzten Sekunde noch. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. So. Pflichtaufgabe Liga gelöst. Er hat heute wirklich gut gespielt, Puschi. Super Leistung. Hat sein Tor gemacht. Das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen. So, das ist das Wichtigste. Super Pass. Da schickt er den Mitspieler. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen. So, gut, dann haben wir das Ding, die Aufgabe auch gelöst. Meppen hat Wagen die Chance, bis auf den Elfmeter. Den quasi ein bisschen geschenkt haben durch nur Unachtsamkeit, aber es hat dann am Ende gepasst, weil der Ball nur an die Latte ging. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Ja, das sind eh immer dieselben Fragen, meiner Meinung nach, weil. Sind wir ein von Sieg zu Sieg momentan? So, natürlich nicht nachlassen. So, konzentrieren wir uns mal auf das nächste Spiel. Danke für dieses Gespräch. So, und das nächste Ligaspiel heißt dann gegen den SV Werder Bremen. Und das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Dann geht es nämlich in der dritten Runde. Bis dahin und ciao.